Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Tja, wir werden weiter uns um die Endquest oder um die Quest, die zum Ende führt, kümmern. Dazu werde ich hier jetzt erstmal rausgehen. Und dann müssen wir mal mit dem... Gucken, ob wir das mit dem Garvey reden. Was aber so ja irgendwie gerade nicht funktioniert. Hey, schieß los. Brauchst du was, General? Vielleicht funktioniert es halt, wenn wir draußen sind. Wenn wir den kurz wegschicken. Na. Ich glaube, der Sound ist umgestellt. Ich hatte hier die Einstellungen mal umgesetzt. Vom Startmenü aus. Eigentlich wollte ich die Soundeinstellungen dabei nicht ändern, aber es kam mir gerade etwas lauter vor. Ich habe nochmal mit den Grafikeinstellungen rumgespielt, weil das Spiel irgendwie nicht mehr starten wollte, obwohl ich eigentlich am System nichts verändert hatte. Außer, dass ich mit der Festplatte was umgesetzt hatte. Was aber auch irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Hat sich aber im Fenstermodus seltsamerweise weiter starten lassen. Und dann habe ich den Rechner neu gestartet. Jetzt geht es wieder so. Also, naja, sehr seltsam. Aber anscheinend hat es jetzt die Soundlautstärke verändert. Ja, komm her. Hey. Okay, was soll ich tun? Naja, das ist jetzt aber wieder... Vielleicht habe ich mich doch nur vertan. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Wegschicken. Es ist Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Was haben wir denn hier in der Nähe? Ziemlich nix eigentlich. Nein, nehmen wir einfach wieder unser Hauptquartier. Wenn ich es finde. Ja. Ich mach mich auf den Heimweg. Pass auf dich auf, so ganz alleine hier draußen. Aha. Den werden wir jetzt aber gleich wieder auf ansprechen. Oh, Moment. Soundlautstärke, lass mal so. Stimme machen wir lauter. Musik leiser. Entschuldigung. Kann ich was für dich tun? Ja, Institut angreifen. Ich brauche deine Hilfe beim Angriff auf das Institut. Das Institut? Warum zur Hölle willst du dich mit den Typen anlegen? Kannst du mir helfen oder nicht? Die Minutemen stehen dir zur Seite, General. Daran besteht kein Zweifel. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Aha. Inwiefern hat mir das jetzt geholfen? Kann ich was für dich tun? Folge mir. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Alles klar. Sehr seltsam. Wir können gerade noch mal rein, wo wir sowieso hier sind. Nee. Ich gehe erst nochmal zum Institut. Ich glaube, porten kann ich mich dahin nicht mehr. Doch.
Das könnte jetzt interessant werden. Immerhin hat er uns da rausgeworfen. Den Preston, den hatten wir aber doch. Da hatte ich doch gefragt, ob er mich wieder begleitet, oder sehe ich das falsch? Wo ist der jetzt? Naja, werde ich jetzt nochmal nach dem Suchen über das Terminal. Als der nicht hier jetzt rumläuft. Piu, 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 piu. Helft mir, helft mir. Meine Begleiter wollen ihn nicht erschießen. Naja, gut, dann. Gib mir meinen Bademantel wieder. Was wir besprochen haben. Du behandelst die Position auf das Zeug ja nicht mehr. Die Nacht endet langsam. Endlich wieder Sonne. Ja, der Preston ist aber nicht da. Preston Garvey. Den will ich eigentlich gar nicht mehr angezeigt haben. Haben wir damit jetzt einen Fehler? Bei solchen Nachbarn würdest du auch wohl in Mauern bauen. Raider Abschaum. Suche schließen.
Ja. Gehen bitte. Da ist er noch immer, okay. Gut, ich bin ja jetzt auch noch müde. Dann schlafe ich jetzt mal. Und ansonsten gehe ich den halt abholen, wenn er nicht kommen sollte. Ist jetzt auch kein Akt. Aufgewacht, du. Komm schon, reicht mir auf. Endlich mal mithalten. Nehmen wir die mal wieder mit. Hey, Piper. Dann könnten wir den anderen auch einfach jetzt hier hinschicken. Zufällig in die gleiche Richtung? Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Gehen wir? Ja, gehen wir. Wird gemacht. Hör gut auf ihn, Piper. Er wird dich von allen Gefahren fernhalten. Keine Schwierigkeiten? Pff, wo wäre denn da der Spaß? Okay, jetzt haben wir den Preston aber hinter uns stehen. Den lassen wir dann mal wieder hier stehen. Wenn ich das wieder finde. Da. Da hinten. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Hey. Ich habe eine Nachricht von der Burg erhalten. Offenbar haben sie Gegner entdeckt, die den Perimeter ausgespäht haben. Wir sollten versuchen, rauszufinden, was da los ist. Okay, jetzt muss ich doch wieder den mitnehmen. Entschuldigung. Kann ich was für dich tun? Ja, dann nehmen wir den halt wieder mit. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an deiner Seite, General. Nun, wenn das mal nicht der Stolz der Mittelmann ist. Passt auf euch auf, ihr zwei. Okay, dann legen wir, packen wir die jetzt wieder hier hin. So, der darf mich aber dafür auch voll verfolgen. Und wir müssten jetzt zur Burg. Und das ist schon ein ziemliches Stück. Moment, das kann ich auch ausmachen hier wieder. Verteidigung zu der Burg. Okay, begonnen. Verteidigung der Burg. Das Institut bereitet einen Angriff auf die Burg vor, um die Minutemen zu vernichten, bevor wir genügend Kräfte verfügen, um sie selbst anzugreifen. Ich muss bei der Verteidigung der Burg helfen, bevor es zu spät ist. Schrabbeln wir daran direkt mal hin. Ich glaube, der Helikopter landet da hinten wieder. Oh, da sind böse Roboter. Hier sehe ich mehr. Jawohl, zur Burg. Willkommen an Bord, Ritter. Abflug in Kürze.
Meine Waffe ist geladen und bereit. Weit man teil. Rumpel. Mal gucken, ob der wieder über dieses Gebäude drüber fliegen will. Oder ob der es dann vorbei schafft. Autsch. Das ist aber auf der anderen Seite. Er will drüber. Von hier oben sieht man garantiert das ganze Commonwealth. Mhm. Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Da sind wir auch schon. Ja, da habe ich ja ein bisschen was abgebaut bei dem Ding, um da ein paar Plätze zu sparen. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ich das noch gesichert hatte, wenn das dann angegriffen wird. Also von einem richtigen Angriff und nicht nur von diesen Gammelgegnern, die dann nochmal kommen. Irgendwen habe ich getötet. Sieht wie ein guter Landeplatz aus. Ich glaube, die laufen jetzt alle raus, um den auf der anderen Seite zu töten. Der ist runter. Was macht denn der? Mit Fäusten. Jedenfalls schon cool anzusehen. Oh. Der fliegt ein bisschen wüster. Für das Commonwealth! Ich sehe da aber auch niemanden mehr. Ronnie Shaw. Naja, komm, dann fliegen wir mal rüber. Ich will das nur ungern starten, noch bevor wir das hier zu Ende gemacht haben. Das war Shit.
Würde ich sehr gerne hoch, aber ist zu steil. Ein paar Meter gefehlt. Scheiße. Muss es da hochgehen. Also. Hier sind alle Siedlernotiz. Mhm. Du, war was. Hält dich lieber von Nahant Chapel fern. Angeblich wurden in der Gegend dort Sins gesichtet. Keine Ahnung, was sie vorhaben, aber was gut ist, bestimmt nicht. Nahant Chapel. Ich glaube, eine Suche in Hand Chapel nach Technologie. Aha. Ich glaube, eine Gunner-Notiz hatten wir auch noch. Muss mich konzentrieren. Schreiben hilft vielleicht. Irgendein Gas im Labor, als wir rein, strömte es aus. Kam die Belüftung überall hin. Alle drehten durch. Locke und Harald richten die Waffen auf mich. Ich habe sie erschossen, glaube ich. Ein schlimmer Gedanke. Ich glaube, das ist was anderes. Hab die Tür wieder verriegelt. Es darf nichts mehr nach außen gelangen. Wenn ich warte, kann ich mich vielleicht anpassen. Ich muss durchstehen. Ich muss. Es tut so weh. Ich kann sie hören. Stimmen. Sie kommen. Sie kommen. Aufhören. 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 War das wahrscheinlich das hier? Ich habe die Informationen. Die Bande im Black Street Apparel sieht gefährlich aus. Bei Anführer hat das Laser. Das schon. Den ganzen Tag Zeit. Wo bist du, Pappnase? Na, okay, ist glaube ich jetzt im Eimer. Jo, meine Leute sind auch alle wieder auf dem Heimweg. Ich kann es jetzt wieder versuchen, rüber zu springen. Ich werde es auch versuchen. Dann möglichst aber in die Richtung. Gut. Zwei Geschütze habe ich da oben. Zwei sind hier unten. Ist da eine Katze drin? Miau. Bericht aus der Burg. Sünds des Instituts nähern sich unserer Position. Das ist keine Übung. Alle verfügbaren Medizinen in der Gegend werden um Unterstützung gebeten. Aha. Da hinten. Ah, von beiden Seiten. Okay. Ja, wir sollten es schon hinbekommen. Ach so, eine Sache. Jetzt wäre natürlich auch die
die Nuka-Atombomben ganz cool gewesen. Nehmen wir die. Sollten nicht eigentlich unsere Granaten da jetzt drauf schießen? Hat ein bisschen gedauert, wa? Da ist irgendwas. Das ist aber schön. Ja. Geht schon ab. Nächsten bitte. Da hinten. Das ist ja einfach. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Was? In der Burg? Ist jedenfalls gut was los. Ich glaube, die schießen von alleine. Was war das? Moment. Was kurz essen und trinken. Kurze Pause. Bin mir nicht so sicher, ob die Granaten funktionieren. Schieß dahin! Ah, ich glaube, das wäre... Achso, werden nachgeladen. Ich glaube, das wäre immer noch das Effizienteste, die einfach mit dem VATS wegzupusten. Naja, hält schon ein bisschen mehr aus hier. Ach ja. Noch einer. 70%. Das ist ein Siedler. Vault-Tech-Vertreter, ja.
glaube, einer von denen ist irgendwie böse. Oder der ist unsichtbar. Da ist einer unsichtbar. Okay, die sehe ich jetzt wieder. Artillerie kann nicht auf verbündete Ziele feuern, das wollte ich doch gar nicht. Auch ein bisschen mehr aus. Retten. Ist sichtbar. Noch ein Runner. Und das ist wahrscheinlich dann auch der letzte. Ne, da oben ist noch einer. Atomare Option. Aha. Vor dem Zaun. Kriegsbeute, okay. Sind jetzt für die anderen die Optionen gewesen wahrscheinlich. Erledigt, da war noch nicht mal deine Mutter geboren. Gut, dass das vorbei ist. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Das Institut dachte, es könnte uns rumschubsen, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Nächstes Mal werden wir den Kampf zu ihnen bringen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr überlebt habt und eure Freunde nicht. Die Antwort auf diese Frage übersteigt meine Gehaltsstufe. Ich kann euch nur sagen, es ist an uns dafür zu sorgen, dass diese Opfer einen Sinn haben. Aber wir haben keine Zeit, unsere Verluste zu betrauern oder unseren Sieg zu feiern.
Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Mhm. Hier spricht Radio Freedom. Wir senden für die Bewohner des Commonwealth jetzt einen Schlachtbericht. Wir haben die Truppen des Instituts besiegt und sie ziehen sich zurück. Wir versichern euch, die Burg ist weiterhin in der Hand der Minutemen. Wir setzen jetzt unser reguläres Programm fort. Und denkt daran, stellt euren Empfänger immer schön auf Radio Freedom ein. Schön, schön. Ja, ich würde gerne Munition kaufen. Was ist denn jetzt diese Mission, die wir bekommen haben? Sprich mit Ronnie Shaw und sprich mit Preston Garvey. Aha. Der Angriff des Instituts auf die Burg wurde abgewehrt. Jetzt können wir darüber nachdenken, den Spieß umzudrehen, unsererseits anzugreifen. Die atomare Option. Ah. Das Institut wird sich die Sache zweimal überlegen, bevor es sich erneut mit den Minutemen anlegt. Ich habe gehört, dass du nach einem Weg suchst, diese Ratten direkt anzugreifen. Ich hoffe, du hast bald Erfolg damit. Ich würde mich gern nochmal mit ihnen anlegen. Dann würden wir ihnen richtig in den Hintern treten. Ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Vielleicht hat er ein paar gute Neuigkeiten. Mhm. Hey. Was brauchst du? Es ist an der Zeit, dass wir das Institut direkt angreifen. Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für dich. Sturges hat einen Weg ins Institut gefunden. Wir können mit dem Angriff beginnen, sobald du den Befehl dazu gibst. Mhm. Und was ist das für ein geheimer Weg? Er hat die Daten analysiert, die du mitgebracht hast. Da war auch eine Karte des gesamten Gebäudekomplexes dabei. Er hat einen alten Tunnel gefunden, der noch zur Oberfläche führt. Kühlwasser für den Reaktor. Ich schätze, dass du so reinkommst und den Teleporter sichern kannst. Dann können wir mit ihm unsere restlichen Truppen holen. Wir kämpfen uns zu ihrem Reaktor vor, platzieren eine Sprengladung und verschwinden wieder. Haben wir denn genug Leute für den Angriff? Ja, ich glaube jetzt schon. Zumindest genug, um uns zum Reaktor vorzukämpfen. Und mehr ist ja nicht nötig. Die Details hat Sturges für dich. Ich sorge dafür, dass die Minutemen bereit sind, auf dein Signal ins Institut hinein teleportiert zu werden. Mhm. Alles klar. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Keine Meldungen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dann sollte ich wohl jetzt mit der Bar, aber die Händler sind leider nicht da. Dann werde ich hier mal gerade schlafen. Ich brauche noch Ammo. Also die 300 Schuss, die ich da hatte, die werden nicht reichen. 7 Stunden. Das reicht nicht. Das sind die, ich glaube, 9 Uhr fangen die da an zu arbeiten. Parasiten. Shit. Aber eventuell kann ich dann auch direkt Medizin kaufen. Ich suche nach Waffen. Die da nehme ich. Sieh dich nur an. 200 Jahre alt und deine Haut ist so glatt wie ein Babypopo. Klinik fehlt noch. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar, ich schau's mir an. Hier ist mein Angebot. Nö. Nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Nö. Ja, und hier habe ich wahrscheinlich auch keine 45er.
Der da fehlt noch. Die Munition sollte reichen. Aber die Heilung brauche ich noch. Klar, wir noch gerade 2 Stunden. Das ist ja ein bisschen blöd. Wie schön. Dann sollte ich am besten wieder zurück. Fliegen wir mal zur Stadt. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, der Antibiotikum verkauft. Mal gucken, ob die noch kommen. Tatsächlich welche gestorben. Kann es auch sein, dass mein Heilhoshi nicht mehr da ist. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das Gras auch gebogen wird. Ah, sprich mit Sturges. Alle Instrumente im Ach, da steht das, okay. Ja, okay, verstehe. Dann müssen wir ja ohnehin dahin. Alle Waffensysteme bereit. Weidmanns Heilretter. Einmal um die Halbinsel rumrum. Sind das für welche? Sind das böse? Ja, das sind Zombies. Also Dingsbums, Gedöns. Wilde Ghule. Jetzt will er wieder über das Gebäude drüber fliegen. Das ist voll logisch. Ja, ich habe fälschlicherweise hinten zur Hangman rüber geflogen und nicht zur Stadt. Das wäre hier klüger gewesen. Ich meine, ich hätte zwar auch eh drücken können zum Landen, aber das wäre auf jeden Fall fatal schief gelaufen. Wäre ich wieder durch irgendwelche Gebäude durchgeflogen. Sieht wie ein guter Landeplatz aus. Wir sind gleich am Boden. Hm.
Ja, bevor wir jetzt mit dem Onkel reden, werde ich erst nochmal durch zur Stadt laufen. Mich heilen lassen. Und dann werden wir wohl das Ende einleiten. Das Einleiten, durchführen. Und das Institut vernichten. Bürgermeister McDonough, ich habe ihn mit einem dieser Institutions gesehen. Piper hatte recht. Er ist einer von ihnen. McDonough ist ein Sünd. Oh Gott, was machen wir jetzt? Hört auf, hier so rumzustehen. Jemand muss einen Arzt holen. Mhm. Rette Danny. Danny. Zwei Kugeln in den Bauch. Und der Sturz aus dem Aufzug. Ich schaff's nicht. Stimpack geben. Schnell, nimm das Stimpack. Ganz ruhig, Mann. Du kommst schon wieder in Ordnung. Danke. Ich fühle mich schon besser. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gern einen Moment hier bleiben. Hm? Danny, ich will nur einen Augenblick hier bleiben. Dann machen wir das ja auch noch gerade. Begonnen im Schafspelz. Aber erstmal lassen wir. Er gehört zum Institut. Oh Gott. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Erstmal heilen lassen. Kemal Kerr ist auch für euch da. Medikamente. Beziehungsweise. Ja, du musst. Aber, falls du dich ein bisschen niederge. Dann. Zeig mal, was du so hast. Camps für jeden. Nee, hat er nicht. Ist der Typ hier unten? Nee. Haben die dann gar keinen Doktor mehr? Ist ja blöd. Ich habe auch Appa, falls du dich ein bisschen niedergeschlagen fühlst. Zeig mal, was du so hast. Camps für jeden Bedarf. Ja, was wir brauchen, sind halt Antibiotika oder diese Leuchtpilze. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier ist unser Angebot. Das ist aber jetzt ungünstig. Wie hießen diese Pilze? Wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe kannst du in Deckung und außer Sicht bleiben. Aber da ist eine Zweitwaffe. Ja, aber du hast wahrscheinlich dann auch nichts. Schau mal, was du hast. Selbstschutz.
weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Synth bist. Okay, dann trinken wir mal gerade was. Und essen. Habe ich gar nichts mehr Gescheites mit oder was? Außer Gazellensteaks würde ich jetzt gerade nicht essen. Habe ich wohl beim Entrümpeln ein wenig übertrieben. Das ist Resistenz, aber das nutzt mir, glaube ich, hier nicht. Jeder. Komm, trete näher. Die Zeitung hatte die ganze Zeit über Recht. Ich dachte, der Bürgermeister wäre nur ein Sprücheklopfer. Irgendwas ist da am Klopfen. Ah ja. Ich wusste, Sie sind ein Synth, McDonough. Ja, Piper. Ich gratuliere. Sie haben gewonnen. Hoffentlich brechen Sie sich an dieser Tür den Fuß. Mist, sie rührt sich nicht. McDonough hat die Tür verriegelt. Piper. Kein Schlüssel. Man muss doch irgendwie reinkommen. Sprengstoff. Geneva konnte die Tür immer irgendwie öffnen. Vielleicht liegt was auf ihrem Schreibtisch. Aha. Das ist weit genug. Hilfe! Er ist wahnsinnig! Niemand wird mich wegschmeißen und den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Ich bin der Bürgermeister, verflucht! Bürgermeister McDonough, ich kann Ihnen helfen. Aber nicht, solange Sie eine Geisel haben. Lassen Sie sie frei. Also gut. Sie kann gehen. Ich sage Ihnen jetzt, wie es weitergeht. Ich verlasse diese Stadt unversehrt. Und ich behalte meine Würde. So leicht lasse ich Sie nicht vom Haken, McDonough. Sie werden für das bezahlen, was Sie getan haben. Entweder verlasse ich diese Stadt als freier Mann, oder ich reiße so viele von euch widerlichen Dreckskerlen in den Tod, wie ich kann. Was werden Sie dann tun, McDonough? Ich kann nicht zum Institut zurück und hier kann ich auch nicht bleiben, aber ich bin nicht dumm. Ich komm schon klar. Lassen Sie mich gehen. Gab es nicht schon genug Blutvergießen? Denken Sie an den armen Sullivan. Sie werden sich vor Gericht verantworten. Und diese Leute werden Recht bekommen. Gott weiß, Sie werden viele Fragen beantworten müssen. Gericht? Bitte. Sie wissen doch, wie die Leute hier über Synths denken. Ich gehe nicht ins Gefängnis, während die sich an meinem Unglück weiden. Das war euer letzter. Dann musst du leider sterben. Erwartet. Das war's dann wohl. Er ist tot. Ich kann nicht sagen, dass McDonough es nicht verdient hätte, aber ohne einen Bürgermeister muss jetzt der Stadtrat die Scherben aufsammeln. Hoffentlich machen die einen besseren Job.
Ich weiß nicht, wann die Leute für eine neue Wahl bereit sind. Wird sicher nicht allzu bald sein. Ruhig. Aber wenigstens kennt Diamond City jetzt die Wahrheit. Auf Kein Schwanz ist so hart wie das Leben, was? Was? Kann es sein, dass ich alle gegen mich aufgebracht habe, indem ich das jetzt gerade gemacht habe? Weil die war ja gar nicht böse. Genevas Assembler. Machen wir uns auf den Weg. Achso, so sie anhatte. Hey, Piper. Gibt hier eine Menge aufzuräumen, Blue. Wir treffen uns später. Gucken wir nochmal, ob wir jetzt da unten mit denen im Krieg sind, weil dann würde ich nochmal laden. Weh, du springst runter. Du Idiot! Vielen Dank. So Gott will, kommt er wieder auf die Beine. Sullivan. Piper hatte doch recht. Okay, wir sind jedenfalls nicht im Kampf. Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Bin mir nicht so sicher, wieso der Bürgermeister mich angegriffen hat. Aber nicht die der Bürgermeister, sondern die Zeitung hatte die ganze Zeit die Tante. Aber, okay, das ist dann halt so. Ja, wie werde ich jetzt die Krankheit los? Scheiße. Müsste ich jetzt irgendwo Pilze herbekommen? Die aber gezielt suchen zu wollen, wird, glaube ich, ein bisschen problematisch. Die sind ja überall und nirgendwo. Ich glaube, ganz weit im Westen waren welche, aber da haben wir einen. Wäre jetzt sogar die Nacht besser. Ich könnte eventuell in dem Vault gucken, ob da jemand Metz hat. Das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Natürlich ein bisschen Lauferei. Aber besser als Pilze zu suchen. Ah, das ist einer dieser Vaults. Wie der, aus dem du kamst, oder? Jawohl. Dach. Freut mich, dass es dem Kleinen wieder besser geht. Wir sorgen für die Sicherheit im Vault. Hallo. Es gab einen vollkommen unentdeckten Abschnitt im Vault. Das
Das ist so gruselig. Weiß aber nicht. Na doch, da war ein Doc. Ich glaube, hier bin ich falsch. Naja, das war der Ausgang, nachdem man das durchgemacht hatte. Was natürlich auch etwas absurd ist, dass sie da eine Tür haben und sich nie gefragt haben, wo die hinführt. Angeblich geht es dem Kind, das gebissen wurde, schon wieder besser. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Pack mal die Waffe mal weg, bevor ich dann auch versehentlich jemanden erschieße. Oh, genau. Und hier rechts. Da bist du ja wieder. Schön zu sehen, dass das Commonwealth dich noch nicht umgebracht hat. Es ist schön, dass Austin wieder hier ist. Ohne ihn war der Unterricht nicht derselbe. Hallo, Katie. Du hast Austin das Leben gerettet. Dr. Forsythe hat gesagt, dass er ohne das Heilmittel nichts hätte tun können. Aber verkaufen will die nix. Und da unten hat man, glaube ich, eine Ärztin oder eine Biologin oder so. Bleib sauber. Entschuldigung, Dr. Penske. Ich bin so dankbar, dass es Austin wieder gut geht. Man darf gar nicht daran denken, was direkt jenseits unserer Mauern vor sich ging. Samen. Ich brauche mehr Samen. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Zu dumm, dass es nur eine einzige Dosis Heilmittel gab. Ich hätte es mir zu gern genauer angesehen. Hallo, Dr. Forsythe. Ohne deine Hilfe wäre Austin jetzt tot. Danke. Ich würde zu gern wissen, woran Vault-Tec jenseits unserer Mauer Na toll. Hat. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Ah. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Gerne. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Strahlung. Ich bin ziemlich mitgenommen. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Lieber hätte ich mir ja was gekauft. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Aber immerhin ist es weg. Medex. Redaway. Vielleicht haben wir hier noch was. Nee. Es gibt
nicht mehr viele Ärzte. Du solltest... Ja, nicht ganz optimal. Ah, die Gefahren der Neugier. Austin hat Glück, dass er offenbar neun Leben hat. Na gut, dann hoffe ich mal, dass ich nicht erneut krank werde, bevor wir das durchhaben. Sonst ist das halt immer so ein bisschen Zeitdruck, weil sich die Krankheit ausbreiten kann und dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Weiß jetzt nicht, was die endgültige Konsequenz sein kann. Aber ich glaube, ich hatte das schon mal, dass mir dann die Sicht verschwommen ist, dass ich periodischen Schaden bekommen habe. Ist auf jeden Fall nicht so... Nicht so wünschenswert. Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Was ich damit nicht anfangen wollte. Willst du hier mit deiner Powerrüstung anlegen? Bleib sauber. So, einen Stufenaufstieg hat man, glaube ich. Oh. Zwei. Okay. Ja, es macht jetzt alles eigentlich keinen Sinn mehr. Zwei Stärke und Ausdauer. Sonnenlicht heilt Strahlungsschaden. Ja, nehmen wir das einfach. So, dann wieder zurück ins Lager, also nach Hangman. Und dann werde ich dort auch erstmal rasten und dann werden wir von da aus uns das letzte angucken, die Invasion vom Institut. Haben wir hier vielleicht nicht auch noch Ilse? Ne. Nicht identifizierter Eindringling. Ein Devil Protectron. Naja, macht ihr mal. Sorge. Den will ich noch nicht reden. Trinki, Trinki. Ein bisschen Happa Happa können wir mal rausnehmen jetzt. Was haben wir denn Schönes? Gebratene Ameise. Ja, supi. Und gebratener Blutwurm. So. Dann schlafen wir eine Runde. 7 Stunden. Und dann werden wir beim nächsten Mal das Institut invasieren. Also, bis dann!